Weltweit existieren überhaupt nur noch 160 historische Maybach. Hier im Museum in Neumarkt stehen 16, also 10% des weltweiten Bestandes. Da hat aber einer ordentlich gesammelt, darf ich vorstellen. Dr. Helmut Hofmann, der Museumschef. Das war ganz schön eng da früher für die Chauffeure 1936. Das ist ein Arbeitsplatz und soll nicht ein Vergnügen dienen, deswegen. Wie kommt man eigentlich dazu, Maybachs zu sammeln? Ja, Maybach sind ja nicht auf der Welt einfach so zu finden, sondern man muss sich da mächtig anstrengen. Man muss zum Beispiel mit einem Blumenstrauß durch die ehemalige DDR nach Berlin fahren, eine alte Dame bezirzen und dann kann man so einen Maybach erwerben. Wahnsinn. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Maybach und einem Rolls-Royce? Ja, wie Sie sicherlich wissen, war Wilhelm Maybach zusammen mit Gottlieb Daimler und Karl Benz der Erfinder des Automobils. Und alle nachfolgenden Automobilfirmen haben auf diesen Erfolgen dann letztendlich aufgebaut. Dann würde ich sagen, schauen wir uns doch mal ein paar dieser revolutionären Erfindungen der Herren Maybach an. Gerne. So, hier haben wir jetzt den Stahlradwagen von 1889, die Sensation auf der Pariser Weltausstellung. Und er hat nämlich bereits ein Vierganggetriebe mit Rückwärtsgang. Sensationell. Schon ein Joystick im 19. Jahrhundert und Kurvenlicht. Also wenn ich an Maybach denke, dann denke ich an riesige, luxuriöse und super teure Limousinen. Ja, das ist richtig. Sie sehen den grünen Wagen hier, äußerst prestigeträchtig, mit riesen Platzverhältnissen in Fond und war Dienstwagen des Bischofs von Trier. Eines Bischofs. Also den Bischof möchte ich heute sehen, der es wagt, einen Maybach zu fahren. Sieht auch übrigens schon ein bisschen so nach heiliger Messe aus. Darf ich einsteigen? Bitte schön, wenn Sie katholisch sind, gerne. Oh, heilige Maria, Mutter Gottes. Hat man hier Platz? Orgiastische Platzverhältnisse. Man kann ja sogar hier die Beine drauflegen oder umklappen. Und dann konnte der Bischof sogar noch ein paar Pfarrhelferinnen mitnehmen. Richtig. Ein echtes Partymobil. Was ist das denn hier? Ja, hier handelt es sich um den originalen Zigarrenabschneider, sodass der Bischof während der Fahrt auf den Genuss seiner Zigarre nicht verzichten musste. Ein Genießer, der Bischof. Und eine lustige Form hat er, dieser Zigarrenabschneider. In der Tat. Über welche Motorisierungen und Fahrleistungen sprechen wir eigentlich da in den 30er Jahren? Ja, beim 12-Zylinder von 200 PS, bei dem reinen 6-Zylinder hier von 140 PS und Höchstgeschwindigkeit auf den Reichsautobahnen ca. 160 Stundenkilometer. 160, ein wunderschönes Auto, ein SW 38 Sponsport Cabriolet, Luxus in Hülle und Fülle, Leder, Holz, Chrom, das ist natürlich perfekt restauriert. Wie viel Zeit, Geld und Energie hat man da reingesteckt? Ja, hier stecken ungefähr 3000 Arbeitsstunden drin und zusätzlich natürlich damit verbunden eine ganze Menge Geld. Wenn Sie auf den Wert des Fahrzeugs anspielen wollen, in den USA wird derzeit ein ähnliches Fahrzeug versteigert für einen Preis von 2,4 Millionen Euro. 2,4 Millionen Euro. Was haben Sie denn selbst eigentlich in dieses Museum und in die Autos gesteckt? Ja, hier steckt unser ganzes Vermögen drin, das können Sie sich vorstellen, ohne jegliche Zuschüsse. Aber unser Vermögen wächst hiermit von Tag zu Tag. Also kaufen Sie Maybachs, das ist eine gute Geldanlage. 2,4 Millionen, dann ist man mit dabei.